Oh, Alter! Ich drück auf den Knopf, der fängt an zu flexen. Gearbox Friday! Alex, was hast du hier? Irgendwelche VAG-Kolben, wo ich Ventil-Taschen gefräst habe und reduzierte Verdichtung durch Kolben. Sehr schön. Sehr schön. Können wir alles machen, wenn ich will und Lust habe. Jetzt ist echt der krank. Was macht der da? Nico, was machst du da? Ich freue mir ja die Sachen von Tim Schrick auf. Eselschrick. Motor wird wieder am Leben gebracht. Am Leben? Zum Leben. Ah, zum Leben gebracht, sorry. Ja, was noch? Der muss ja noch gekonnt, vorher gesäubert werden. Mundschrift ist noch ein bisschen vorhanden. Also eigentlich, hier hat der irgendwie, ich glaube, da war was. War irgendeine so Flüssigkeit reingekommen. Das sieht so wie Wasserfleck aus. Momentan suche ich ja die Kolben auf. Ja, wir haben da von den vergangenen Motoren immer ein paar Kolben und da schauen wir mal, was wir da zusammenbauen können, was gut funktioniert. Aber heute ist Gearbox Friday. Wir sind auch übrigens unter die Roller-Tuner gegangen. Boah, Alter, 125er. Rennt richtig. Hi, was machst du hier? Ich bleibe immer mit dem Ständer hängen. Ding, du bleibst mit den Dinge Ständer hängen? Ja. Dann musst du den infahren. Ja, nee, in der Werkstatt bei Pilato, die sagen, nicht abbauen. Mal flexen? Abbauen. Abbauen. Ja, braucht man nicht. Musst du den Koffer einfach an die, auf den Boden legen. Aber du hast doch zwei Ständer. Ja, aber den Mittelständer, den benutze ich weniger. Ah, okay. Bist du mich jetzt am Filmen? Ja, du bist jetzt herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel unterwegs. Sehr gut, flex das Ding ab. Ja. Heute ist Gearbox Friday. Das bedeutet, dass wir haben zwei STIs mit Sechsganggetrieben hier. Der eine hat einen Kratzen im dritten, vierten Gang gehabt und der andere hatte ganz andere Probleme. Das zeige ich euch gleich. Björn, Getriebe ist aufgemacht. Eine Welle ist schon mal raus. Hier seht ihr den dritten Gang, Synchronisierung dritten Gang, Schaltmuffe dritter, vierter Gang. Das ist der vierte Gang, fünfte Gang, sechste Gang. Jetzt hat Subaru eine Änderung gemacht. Das zeige ich euch beim nächsten Getriebe. Hier ist das Problem, seht ihr da vorne diese kleinen, ich hoffe man sieht es mit der GoPro, Moment. Hier vorne seht ihr, dass tatsächlich die Synchronisierung der Gangräder nicht mehr wirklich sauber aussieht und schon so quasi so verschlissene Spitzen hat und somit nicht mehr richtig synchronisiert werden konnte. So, Nachtrag. Björn hat das Getriebe hier von dem 13.000 Kilometer SDI jetzt komplett zerlegt und hier haben wir den Synchronkörper vom dritten und vierten Gang. Das ist die Schaltmuffe. Wenn wir die Gänge schalten, macht die Schaltmuffe folgendes. Schaltet den Gang oder wenn wir den anderen schalten, durch zwei Finger, schaltet den Gang. Damit er diesen Gang schalten kann, müssen die Geschwindigkeiten, wenn das sich hier ganz schnell dreht, müssen die Geschwindigkeiten angepasst werden, damit der Gang eingelegt wird. Dafür hat man den Synchronring. Das ist der Synchronring. Der Synchronring ist dafür da, dass die Schaltmuffe eben hier mühelos in den Gang einrasten kann. Das funktioniert nur dann, wenn die Geschwindigkeiten der beiden Räder angepasst werden. Dafür hat man hier diese Bremswellen. Diese Bremswellen oder Bremsbäckchen oder Bremsrillen, wie man es nennen will. Wenn ich jetzt hier das runternehme, ups, so, dann haben wir hier den alten Synchron. Wenn ich mit meinem Finger schon hier drüber gehe, merke ich, dass diese Bremsbacken von dem Synchronkörper gar nicht so scharf sind wie von dem neuen. Das bedeutet, dass wenn die Schaltmuffe einlegen will und sich das hier dreht, müssen die Backen bremsen. Wenn das nicht der Fall ist, rutscht das einfach rüber und mit Gewalt wird eben, oder mit dem Zug, den man da oben auf den Hebel gibt, wird dann eben versucht, der Gang einzulegen und dann hört man auch mal dieses Kratzen. Und das ist genau das hier, wenn diese Zähne von der Schaltmuffe über diese Zähne kratzen. Dann macht es krrrr.
Und irgendwann hat man das dann mit dem Kratzen abgebremst und dann geht der Gang eben rein. Ich will euch jetzt verdeutlichen, also ich merke das so, wenn ich den Ring hier drauflege, den Synchronring, kann ich das mit müheloser Kraft wirklich, also nicht schwer drehen, obwohl ich ein bisschen Druck da drauf gebe. Wenn ich den neuen nehme, dann ist hier wirklich nur mit viel Kraft ist möglich. Und wie man das zum Beispiel auch messen kann, ist, wir nehmen jetzt erst nochmal den alten und jetzt habe ich hier eine normale Fühlerlehre. Den lege ich hier drauf und dann passt die 60er Fühlerlehre. Also das ist hier schon relativ saugend. Also hier sieht man, da ist kaum noch Spiel. Sieht man das? Legt ja, mal hier man. Vorne die gleiche Höhe. Da ist hier wirklich ganz wenig Spiel. Jetzt nehmen wir mal die neue. Und ihr seht schon, hier, da kriege ich sogar zwei davon rein. Das heißt, der Durchmesser hier hat sich durch den... jetzt gerade war leider die SD-Karte abgekackt. Wo waren wir stehen geblieben? Also wir hatten gerade eben hier die... Gut, wir haben das so eben verdeutlicht, wie man zeigen kann, dass der Synchronring eben verschlissen ist. Und das ist eben der Grund, warum, wenn Leute trotzdem weiterfahren, sich die kompletten Gangräder kaputt machen, dann wird es oftmals teuer. Das heißt, wenn man merkt, dass das hakelig schaltet, einfach okay, Motorgetriebe ausbauen, zu Papa Andi bringen und dann machen wir schön nur Synchronisierung neu, die kosten nicht viel Geld und alles ist gut. Wenn ihr das zu spät macht, dann wird es teuer, weil dann müssen wir alle Gangräder neu ordnen. Gut, das war nur ein kleiner Nachtrag, ich gehe weiter Video schneiden. Bis später. Hoffe, ihr habt es gehabt. Der Kunde hatte beim sportlichen Schalten vom dritten im vierten Gang auf einer Nordschleife immer ein Urk. Bin ich mitgefahren, konnte ich nachvollziehen. Das Schöne ist, das Auto hat noch Garantie gehabt, somit konnten wir das über die Subaru Herstellergarantie abrechnen. Selbstverständlich, wir müssen den Garantieantrag stellen und wissen erstmal nicht, was kaputt ist. Das heißt, wir haben... Ja. Ciao! Hier, Pitstop. Wir haben dem alle Gangräder und alle Synchronisierungen machen wir neu. Auto hat echt erst wenig gelaufen. Ich glaube, was hat er gelaufen? 13.000 erst. Allerdings muss man sagen, dass das Ding ein Vorführwagen war und danach Schweden, Norwegen, da oben Skandinavien geschickt worden war, um da so Drift Channel Challenge im Schnee zu machen. Das heißt, da hat das Getriebe wahrscheinlich ein bisschen gelitten. Das sieht natürlich auch nicht mehr so gut aus. Das ist erst der zweite Gang. Machen wir selbstverständlich auch neu. Allerdings gibt es ein Riesenproblem, was Ersatzteillieferung. Hier sind die Teile, die schon da sind, was Ersatzteillieferung angeht, Subaru seitens wirklich. 3 Wochen Lieferzeit jetzt noch für die Dinger und das Ding liegt zerlegt hier. Das ist übelst miese. Jetzt gehen wir mal gerade zu dem anderen Getriebe, was wir hier haben. Und zwar, geht ihr ruhig schon essen, kein Problem. Und zwar, das Getriebe wurde bereits, das ist von einem Hawkeye 2006er SDI, wurde bereits schon einmal von jemandem aufgenommen. Der hat alles zerrobbt, alles wieder zusammengebaut und danach hat es irgendwie nicht mehr richtig geschaltet. Und Gänge sind rausgerutscht und irgendwie dann war fest. Da musste der Kunde das Auto ausmachen, Gang wieder rausholen. War ein bisschen was schiefgelaufen. Jetzt ist das ein bisschen verwirrend, weil die Hälfte schon da hinten liegt. Aber... bei dem Motor machen wir tatsächlich von der kompletten Welle, von der anderen Seite, die ist hier schon zerlegt, machen wir alle Gangräder und alle Synchronisierungen neu. Jetzt war hier das Problem, dass man solche Räder wie zum Beispiel hier gern mal falsch rummontiert und dann hat man natürlich ein Problem, weil ihr seht, dass das rechts ein Ticken weiter raussteht. Und das hat der Typ gemacht, hat die ganzen Lager aufeinander gepresst und hat hier das Lager festgepresst mit der Synchronisierung. Das heißt, das ist immer mitgelaufen, obwohl es nicht der Gang nicht drin war. Das war schlecht. Somit ist da richtig Späne in das System gekommen und alles kaputt und machen wir alles neu und dann ist gut. Sind aber auch Teilekosten von 15€ oder so. Also richtig heftig. Ja, jetzt das Allerbeste ist,
Wir waren, das kann ich euch ja schon mal als Preview sagen, wir waren bei einem Nockenwellenhersteller in Remscheid namens Schrick in der Fertigung und haben über unsere neuen Supi-Nocken geredet. Also möglich ist. Und mit Restriktor fährt man etwas mehr Öffnungswinkel, damit man ein bisschen mehr Zeit hat, dass die Luft rein kann, aber auch mit so viel Hub wie möglich. Mhm. Also es gibt bei einer Nockenwelle immer nur das Thema so viel Hub wie möglich. Und den Öffnungswinkel nutzt man dann dafür, um die Drehzahl, die man erreichen möchte, abzustimmen. Der Winkel zum Glück. Der Winkel zum Glück hört sich gut an. Neuer Marketing-Spruch. Merkt ihr. Zum Glück, warte kurz. Andi, deine Band ist schon fast fertig. Es dauert nicht mehr lange, dann sind die fertig. Das werden meine Wellen? Ja. Das werden deine Wellen, ja, ganz genau. Also Schrick wird exklusiv jetzt für uns Subaru-Nockenwellen fertigen. Das ist gar nicht so leicht, weil da muss ja auch Stückzahl und so passen. Und Subaru ist jetzt nicht so was Gängiges. Aber das wird richtig, richtig geiles Material. In der Regel kriegt man Subaru-Nockenwellen nur immer aus gegossen, umgeschliffen. Und gegossen, umgeschliffen ist nicht so das Beste, was man machen kann. Hier haben wir Subaru-Schrick-Cams, die billet sind. Die sind hohl gebohrt. Die sind aus einem Stück gefertigt und wir waren bei Schrick, haben über unsere Nocken geredet und noch über andere paar Sachen und die haben uns ihre Fertigung gezeigt. War mega interessant, ich konnte 2 Tage danach nicht schlafen, weil da stehen so viele CNC-Fräsmaschinen und ihr wisst, wenn ich eine Schwäche habe, dann ist es dafür. Es war wirklich, wirklich der Wahnsinn. Sonst ist hier alles beim Alten, Espresso läuft auch. Jetzt gibt's von meiner Seite, ich habe ja so irgendwie, mittlerweile hat sich das eingespielt, dass es bei mir freitags immer ein Video gibt und heute ist Freitag, somit werde ich dieses One-Cut-Video versuchen gleich ein bisschen zu schneiden und dass ich das gleich noch für euch hochlade. Hier, wir haben selbstverständlich jetzt auch das komplette Motul-Sortiment im Programm, auch bei unserem Online-Shop. Das heißt, Moment mal, Schnauze. Das heißt, ihr kriegt das Motul 300V in allen Varianten, was ihr für euren Motor eben benötigt. Welches Öl, das müsst ihr in den anderen Videos herausfinden. Bremsenreiniger, die man zum Beispiel übrigens braucht, ein 10W40, das 5W30 Standard Dieselöl. Das ist extra von Motul für Subaru gemacht worden. Dann haben wir das Multi-ATF, was man sowohl in die Servolenkung sowie in sein Automatikgetriebe schütten könnte. Das Gear 175W90 empfehle ich euch in euer Getriebe zu schütten. Das 75W140 ins Differential. Und natürlich auch das Autocool von Motul. Das Kühlwasser eben. Könnt ihr in 5 Liter oder 1 Liter Gebinde kaufen. Oder auch in größeren Gebinde. Sprich, wenn ihr bei mir hier einen Shotblock mitordert, dann könnt ihr euch 3 Ölfilter und ein 20 Liter Fass Öl besorgen, dann habt ihr quasi schon das ganze Einfahröl bei den Ölwechseln, die ihr bei den Ölwechselintervallen, die ihr eben machen sollt, habt ihr alles in einem Schritt da. Und ich denke auch, dass wir da im Vergleich zu manchen Autohäusern, da kriege ich echt Kopfschmerzen, wenn ich da sehe, dass die 25 Euro für einen Liter Öl abrechnen, einen ziemlich fairen Preis bekommt. Somit sage ich jetzt erstmal schon mal Danke und Lutti wartet schon auf uns, denn es gibt jetzt Futter. Hallo Lutti. Das ist schon Essen hier, denn bei uns wird hier jeden Mittag immer ordentlich diniert. Champion ist auch da. Hallo, Dickerchen, komm her. Luti. Ihr müsst, guck mal, Pina. Pina ist, kann sich nicht konzentrieren, weil Essen ist auf dem Tisch. Ey, Fettsack. Egal, wenigstens Luti ehrt uns, ne? Fein. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich noch nie. Was gibt es heute zu essen? Nudeln. Mit? Mit Liebe. Mit Liebe? Mhm. Was ist das? Das sieht aus mit Thunfisch, Erbsen. Oh, sieht gut aus. So, guten Appetit.
habe heute Morgen den Dackel vergessen zu Hause. Wie weit warst du schon gewesen? Sagen wir mal Hälfte der Strecke. Nein, nein, nicht angreifen. Geil, so lange, wo du hier auf dem Hof warst. Oh, scheiße, ich habe Pina zu Hause vergessen. Pina ist ein Garfield-Dackel, die liegt bei sich im Körbchen und merkt, will morgens, nachdem sie gefressen hat, nichts mehr machen außer schlafen. Du siehst nichts, nur Kamera vor dir. Mein lieber Wurstmann. Immer auf Pina zu verarschen. Guck dir lieber, zeig mal deinen Mund. Guck dir lieber die Pfoten hier an. Das ist ein Hund, Alter. Was ein edles Tier. Pina, sollen wir Espresso trinken gehen? Sollen wir lieber dein Wasser aus? Wie so ein Vater. Sag mal lieber dein Wasser aus. Soweit eigentlich nur zu Hause. Die Freundin von meinem Mitbewohner. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe zwar eben schon das Video beendet, aber ich dachte mir, filmen wir noch ein bisschen weiter. So, Espresso. Es ist ja lustig, wie viel Gefallen ihr bei dem Video von Philipp Kees verlinke ich. Warte, jetzt muss ich ganz stark nachdenken. Wenn ich so filme. Da verlinke ich jetzt den Link zu Philipps Video, wie wir über Espresso und ein bisschen was unwichtigeren Dingen reden. Ich mache jetzt erstmal ein. Schatz, halt mal Kamera. Ich sehe nichts. So, jetzt temper ich mal hier eine Runde. Und wir haben mich gefragt, was das hier für eine Kaffeemaschine ist. Das ist eine Izo. Den Namen des Modells tue ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist also eine Gastromaschine, auch mit Gastrozulassung und ist unkaputtbar, weil das ist eben ganz alte Technik, die schon vor 50 Jahren wurde der Espresso-Maschine so gebaut. Ist sogar so ein Patent hier drauf gewesen auf dem Siebträger und der Brüheinheit. Und ja, ist eigentlich ein Panzer, der, wenn der kaputt ist, kann man das Ding immer reparieren, weil man kriegt alle Teile einzeln. So. Ziehen wir uns mal schnell Espresso. Diese laufe ziemlich gut. Zap. Zap. Und Nachlieferung. Guckt euch das an, schöne Crema. Ja, nicht bitter, sehr kräftig im Aroma und auch leicht so mandelig. Ich weiß nicht warum, aber ich schmecke oftmals, wenn der Kaffee mir sehr gut schmeckt, ist er so leicht mandelig, süßer, so ein bisschen nach Marzipan, ganz leicht aber nur. Ja, Marzipan, nussig, irgendwie sowas. Gut, ja, ich gehe jetzt das Video schneiden, dauert so 10 Minuten und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao. Nein, das war ein blödes Ende. Ha, hier meine Besucherkarte. Das war sehr, sehr schön. Und ihr könnt mal hier, kriegt ihr von mir eine kurze Preview. Da waren wir die Woche. Das war einfach nur mega. So, ciao.